Hi ihr Lieben! Ja, da bin ich mal wieder und zwar diesmal mit einem Action-Haul. Ja, ich hatte noch ein bisschen Geburtstagsgeld übrig und noch einen Action-Gutschein. Ja, dachte ich, ne? Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ja, und ich habe einige coole Sachen gefunden. Und diesmal war ich in einem anderen Action als sonst. Der ist, glaube ich, noch relativ neu. Und zwar in Herdecke. Ja, ist mit dem Auto von mir. Ich wohne ja in Hagen. Ist von mir, glaube ich, mit dem Auto, ich weiß nicht, 20 Minuten entfernt oder so. Und ich war da noch nie. Also, ja. Und ich muss echt sagen, der Laden ist echt schön. Also wirklich super ordentlich. Richtig aufgeräumt. War auch nicht voll. Gut, es ja, ist jetzt mitten in der Woche, ne? Aber ich weiß nicht, wie das dann da so samstags aussieht zum Beispiel, ne? Aber jetzt, wo ich da drinne war, also ja, das ist bisher, glaube ich, der beste Action, in dem ich war. Super ordentlich. Auch dort im Teddy war ich drin. Also wirklich alles, ja. Ja, kann nicht motzen. Also wirklich ganz, ganz toll. Und es war auch nicht voll. Konnte also ganz in Ruhe gucken. Ja. Vom Teddy kann ich euch gleich mal eine Sache reinhalten. Die anderen Sachen nicht, weil die sind für meine Mädels. Das kann ich jetzt nicht zeigen. Aber ich habe hier diese niedlichen Servietten gefunden. Guck mal. Voll süß. Ja. So, das vom Teddy. So, aber. Ich wollte ja ein Action-Haul machen, ne? So, ja, womit fange ich denn jetzt an? Ich glaube, ich fange mal mit Fressalien an. Und zwar für meinen besten Freund habe ich einmal diese hier mitgenommen. Die findet der sehr lecker. Ja. Meins ist das jetzt nicht so, aber ja. Habe ich ihm mitgebracht. Dann für mich wollte ich mal probieren hier. Diese Chips. Ich mag eigentlich nicht so gerne Barbecue, außer die Pringles, aber die sind so, oh, die sind so sauteuer. Und wenn sie mal im Angebot sind, dann sind sie weg. Ja. Ja, jetzt dachte ich, probiere mal das hier. Mal gucken. Lay's ist ja eigentlich eine ganz gute Marke auch. Ja. Mal schauen. Und dann auch für meinen besten Freund. Diese hier, mal in weiß. Die anderen sind ihm ja zu süß. Und jetzt wollte er mal diese hier probieren. Vielleicht sind die hier dann besser. Dann. Ja, das musste natürlich sein, ist ja klar, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie die schmecken. Ich hab noch nie was von dieser Marke probiert. Ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf diese extremen süßen Sachen mit Peanut Butter und Karamell und so. Ich stehe da jetzt nicht so drauf. Ja, das überrascht euch jetzt wahrscheinlich. Naja, aber das hier muss sein. Hallo? Kürbis. Von nur zwei Stück sind da drin. Und das kostet 1 Euro so ein Teil. Also, ich weiß, die Marke, aber. Naja. Na, ich habe jetzt dann eins für mich, eins für meinen besten Freund, wenn wir Halloween feiern. Werde ich dann so lange aufbewahren. Ich meine, das hält sich ja noch, ne? Ja. Mal gucken. Bin ich mal gespannt. Aber jetzt muss ich natürlich noch so lange warten, bis ich die probiert kann. Gut, ich hätte sie mir nochmal jetzt so holen können zum Probieren, aber nein, 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 nein. Es läppert sich ja auch alles, ne? So. Dann nochmal Servietten. Einmal hier so coole schwarze. Finde ich voll cool. So, wenn man mal so Halloween-Zeugs einpackt. Also ich packe ja gerne ein mit. Also, ne? Ich benutze die Servietten gerne für Geschenke einpacken. Ja. Oder wenn man was selbst gemacht hat, dann auch. Und die hier. Jo.
einmal dieses Badekissen hier. Ich habe eins in. Okay, ich habe so ein ganz anderes in Rosa. Ja, das Blaue hatten sie damals nicht mehr. Ich wollte eigentlich das Blaue. Aber naja, war nur noch Rosa da. Dann habe ich das geholt. Das hatte auch eine etwas andere Form als das hier. Ich glaube, es wirkt so ein bisschen gequetschter, sage ich mal. Und der Rand hier ist anders. Und das war auch nicht dran bei den anderen. Oh, hoffentlich bricht das nicht so schnell raus. Tja, mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer das war. Den Kassenbon habe ich irgendwie verbummelt. Und da. Ach, die habe ich ja bei Swantje gesehen. Da dachte ich mir, ja, die hätte ich auch gerne. Und zwar diese Tütchen hier. Ja. Davon waren ganz viele da. Hiervon nur noch dieses eine Päckchen hier. Oh, ne? Wieder für Sachen einpacken. Sehr schön. Und dann... Ja, durfte mal sowas hier mit. Ja, da kann man ja verschiedene Sachen mitmachen. Einmal Umschläge und irgendwie Geschenkboxen. Genau, for Giftbox Making. Also kann man solche Schachtel machen, solche Umschläge. Und hier ist dann anscheinend die Anleitung. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ja, ich dachte, ich nehme mir das mal mit. Da ich jetzt auch den Gutschein hatte, so. Ah, die haben wir dann noch auf Deutsch. Mal gucken, ich werde es mal ausprobieren. Das hat, glaube ich, 3,50 Euro gekostet. Ja. Gespannt, ob das was taugt. Dann, oh mein Gott, das musste einfach mit. Es gab ja schon so ein bisschen Halloween-Krams. Achtung, nicht erschrecken. Ich musste. Ja. Finde ich richtig cool. Ja, ich werde sie mir so als Deko hinstellen. Okay. Falls irgendwelche Kids schellen, vielleicht setze ich die dann schnell auf. Mal gucken. Ja. Da ist noch so ein Polster drin. Keine Ahnung, ich finde das so cool. Das erinnert mich auch so ein bisschen an ein Spiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Da sind auch solche, flauschige, gruselige Tierchen. Wie heißt das nochmal? Irgendwie Night Freddy's, bla bla. Ach Mist, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich glaube, die hat 3 Euro gekostet. Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich kann euch leider keine Preise sagen. Steht hier irgendwas Spannendes? Nicht für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr. Ja. Okay. Ja. Keine Ahnung. Ich finde die Maske cool. Da gab es noch, ich glaube, ein Bär davon und ein Werwolf. Oder halt Wolf, ne? Ja, aber das hier fand ich so am gruseligsten, muss ich sagen. So als so ein Häschen, ne? Ja. Ja, habe ich mir mal hier so einen Block mitgenommen. Das war der letzte davon, der da war. So ein paar Motive finde ich eigentlich ganz interessant davon. Ja, sowas kann man ja eh immer brauchen, ne? Das zum Beispiel für den Herbst oder so. Ja, gut, hier mit der Blume. Naja, kann man vielleicht trotzdem benutzen. Das finde ich voll cool. Auch interessant. Ja,
Oh, sowas mag ich irgendwie nicht so gerne. Keine Ahnung. Da weiß ich auch nicht so genau. Oh, das ist. Oh. Das finde ich wieder cool. Das ist okay. Das finde ich nicht so schön. Na? Ist hier noch? Nee. Ja. Honig. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so meins. Ich finde diese Farbkombination nicht so toll. Na gut. Ja, das ist natürlich schön, ne? Das gab es, glaube ich, schon mal. Ist aber trotzdem schön. Ja, und sowas gab es ja auch schon mal, ne? Ja, sind halt ein paar Blätter drin, die mir jetzt nicht so gefallen, aber wenn man halt mal was, ne, bastelt irgendwie, wo es passt. Ja, das war der letzte, der da war davon. Ich habe mir schon, glaube ich, sehr lange keinen Block mehr mitgenommen. Ich glaube, von den, zumindest von den großen habe ich mir schon lange nichts mehr mitgenommen. Ja. Ich hatte ja auch voll viele Blöcke auseinandergepflückt und zum Verkauf angeboten. Habe ich so einen Stapel Papier verkauft. So, und da habe ich noch einen kleinen Block mitgenommen, und zwar dieser hier. War auch der letzte von dieser Art. Ja, da sind auch so ein paar lustige Motive drin. Ich mag immer so ein sowas hier so, was man so gut für Hintergrund benutzen kann. Das hier ist total niedlich irgendwie. Das ist voll schick. Rot, das geht natürlich immer, ne? Ja, ach so, hier sind so Mädels noch drauf. Die habe ich gar nicht gesehen. Ist auch ganz witzig. Ja, sowas hier finde ich echt cool. So für den Kartenhintergrund, das finde ich wieder furchtbar, aber gut. Was soll's? Ja. Dann du mit solche Säckchen hier. Ich weiß nicht, ich glaube, die habe ich schon mal von. Ja? Moment mal. Habe ich die hier? Ach nee, Quatsch. Ich hatte von irgendjemand mal ein so ein Säckchen bekommen in einer Post, genau. Ja. Jetzt mal hier im Blau. Dann zwei Geschenktüten. Diese hier. Ja, fand ich sehr hübsch. Die müssen aber echt mal zum Lüften irgendwo raus. Die riechen irgendwie nicht so toll. Aber die haben hier halt so einen schicken Griff. Gott, ich hoffe, man kann das noch ordentlich lüften, weil die riechen echt nicht schön. Puh. Gefunden hier solche Breads. Breads. Zweimal diese Variante. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist mal so ein bisschen anders als sonst, ne? Das sind mal andere Breads auf jeden Fall. Moment, hier sind gar keine. Wo sind die da drunter versteckt? Das könnte natürlich sein. Ja, und dann die Variante hier. Die. Finde ich das hier natürlich cool. Aber auch die, das ist schon. Ja, hat auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob es dann noch andere Varianten gab. Ich habe jetzt halt diese, ne? Ja. So. Und dann endlich. Meine Güte. Immer wenn ich danach geguckt habe, waren sie nicht da. Und zwar diese schönen Perlen hier. Ah. Also der Action ist echt toll. Ja. Endlich habe ich sie.
die hier und die hier. Genau. Habe ich mich sehr gefreut. Vor allem die hier finde ich schön. Die haben sowas von so einer asiatischen ja, Lampe irgendwie. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ach, hier ist noch was für meinen besten Freund. Das war einmal das hier. Das braucht er, glaube ich, irgendwie für seine Actionfiguren, glaube ich. Und dann habe ich mir auch mal jetzt besorgt. Jenny-san, ich habe sie jetzt auch. Ja, die wollte ich auch gerne mal haben. Ja, die hat sie mir schon mal privat so gezeigt in einem Video. Und da dachte ich auch, ja, die sind schon schön, ne? Genau, und die schimmern ja auch so schön hier. Schon, ja. Mit so ein Echt nochmal wirkt das nochmal anders. Aber den einen Block habe ich leider nicht gefunden, Jenny-san. Es gibt ja jetzt einen Teddy, so einen coolen neuen Block. Ich glaube, da sind so. Ja, auf jeden Fall Pandas und so. Ich glaube, sowas mit Regenbogenfarben und so. Ja. Das ist natürlich der beste Bogen hier, ist ja klar. Das ist natürlich der beste hier. Ja, genau. Boah, da ist so viel drin, ne? Also 8 so Bögen. Das ist schon echt verrückt. Was hat das gekostet? Ich weiß nicht, 99 Cent oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja. Habe ich jetzt gerade denn gesagt, der Block mit dem Pandas-Ding ist nicht vom Action. Also gibt es einen Teddy, ne? Ich dachte, jetzt alle zum Action losrennen und dann sich wundern. So, und dann das letzte Teil. Für meine liebe Elisabeth habe ich das hier gefunden. Ich glaube, das ist auch so wie hier. Ich kann da ja mal ganz vorsichtig öffnen und dann gucken wir da mal rein zusammen. Ne, falls auch welche überlegen und sich denken, ja, ich weiß nicht, was da noch für andere Sticker drin sind, ne? Die sich dann unsicher sind. Ich mache das mal ganz vorsichtig. Ich hoffe, das klappt hier. Ja, aber sowas muss ich immer an Elisabeth denken. Das muss ich dann mitnehmen. Ach Gottchen. So viele kleine Stickerchen. Ja, sehr Spaß haben, ne? Oh mein Gott. Was ist das denn? Er hier mit der langen Nase. Oh mein Gott. Wow. Sehr viele kleine Stickerchen. Ja, auch große, das ist schön. Oh. Ja. Boah, die Zähne. Meine Güte. Ich glaube, viele wiederholen sich, ne? Aber ist ja auch nicht so schlimm. Aber das ist echt schön mit dem Glitzer hier so. Das ist schon schick auf jeden Fall. Elisabeth, ich hoffe, du freust dich. Packe ich das mal wieder ganz vorsichtig hier rein. Es musste einfach mit, ne? Kriege ich das nicht mehr hier rein, ne? Das war so klar. Bitte! Bitte, bitte! Oh, meine Güte! So. Tada, wie neu. So, für Elisabeth. Ja, die haben übrigens richtig niedliche Herbstsachen da, so Herbstdeko. Richtig schöne Sachen haben die da. Aber ich habe so viel
So viel Dekokrams. Da habe ich echt mal die Finger von gelassen. Ach ja, und ich habe wieder eine neue Action-Tüte. Ich kriege die jetzt hier ins Bild vernünftig. Hier. Ah. So. Ah, das geht nicht. Das geht nicht. Und meine Kamera macht das gerade nicht mit. Warum eigentlich nicht? Das ist doch nur komisch. Das verstehe ich jetzt nicht. Dann packe ich sie weg. Ja. Genau. Ja, das ist mein Action-Einkauf. Ja, ist doch einiges geworden und schön, dass ich da mal noch hier, ne, die Sachen bekommen habe, die schönen Perlen, was ich schon so lange gesucht habe. Ja. Ne, Halloween kann kommen. Wow, was ist denn mit meiner Kamera heute los? Ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Zeit so schlimm. Gucke ich gleich mal noch mal rein, so ein bisschen. Ja. Nun gut, ihr Lieben. Ich hoffe, der Haul hat euch ein bisschen gefallen und dann würde ich sagen, ne, bis zum nächsten Mal.